Für das Reich brachte der Sieg am Lechfeld eine Phase der Konsolidierung. Nicht zuletzt deshalb wurde Otto I. 962 in Rom zum Kaiser gekrönt. Für die Magyaren war das Lechfeld auch ein Wendepunkt, dem eine Erschütterung des Glaubens und der Lebensordnung folgte. Ein Feldzug gegen den Westen fand nicht mehr statt. Allerdings kam es 958 zu einem Zug gegen Byzanz, der allerdings misslang. Der Kaiser verweigerte Tributzahlungen und löste außerdem noch das Bündnis auf. Nun verschlechterte sich das Verhältnis massiv. Zwar waren Byzanz und Ungarn Nachbarn, die Ungarn wandten sich allerdings immer mehr dem Westen zu. Anfang der 79er Jahre kam in Ungarn Großfürst Geyser an die Macht. 972 wandte er sich an Kaiser Otto I. mit der Bitte, Missionare zu senden. Dieser sandte den St. Galler-Mönch Brun als Missionsbischof nach Ungarn. Brun taufte Geysers Sohn auf den Namen Stefan, ungarisch Istvan, sowie die Großen des Reiches und vornehme Personen. Im Jahr 1000 erhielt Stefan vom Papst den Titel Rex zuerkannt. Er wandte sich nicht vollständig dem neuen Glauben zu, sondern nahm weiterhin an heidnischen Zeremonien teil. In der Außenpolitik waren Geyser und Stefan auf Frieden ausgerichtet, was nicht zuletzt sich in der Heiratspolitik ausdrückte. Geyser selbst heiratete die griechisch-orthodoxe Tochter eines ungarischen Heerführers. Für seinen Sohn Stefan arrangierte er eine Ehe mit Gisela, der Tochter Herzog Heinrichs II. Von Bayern. Zwar verloren so die Ungarn einen Teil des Donaulandes an Bayern, allerdings wurde Giselas älterer Bruder, Herzog Heinrich IV., 1014 zum Kaiser Heinrich II. Damit hatten die Abaden in eine Königsfamilie eingeheiratet. Nun waren Verbindungen auch zu anderen Herrscherhäusern Europas möglich. Ungarn schaffte es auch, nicht in Lebensabhängigkeit von anderen Königen zu kommen. So waren die Ungarn als Macht in der Mitte Europas etabliert. Stefan hinterließ seinen Nachfolgern schließlich auch noch einen Fürstenspiegel. Darin ermahnt er, auch Menschen aus anderen Ländern anzusiedeln, denn diese bringen viel Wissen mit. Zitat: Ein Land, das nur einerlei Sprache und einerlei Sitten hat, ist schwach und gebrechlich. Migranten sollten anständig behandelt werden, Zitat, damit sie mit und bei dir lieber verweilen als anderswo. Ungarn wird im Mittelalter durchgängig lobend als Gastland beschrieben. König Stefan I. starb 1038 und wurde 1083 bereits heilig gesprochen.